Guten Abend, liebes Publikum. Da sitze ich und grinse. Ja, ich zeige Ihnen, oder ich habe jetzt einen Film ausgesucht, den ich 1968 gedreht habe, Detektive, Rudolf Thomé. Also wirklich meine ersten tapsigen Fußspuren, die Sie da sehen können. Ich wurde von dem damaligen Kritikerpapst Uwe Nettelbeck für diesen Film in Hamburg auserkoren. Man suchte noch eine weibliche Hauptdarstellerin zu Uschi Obermeier damals. Und ich hatte zwei Kurzfilme gemacht, die Uwe Nettelbeck gesehen hat. Daraufhin hat er mich gebeten, nach München zu fahren. Also ich wurde zu einem Cast, würde man heute sagen, geladen. Ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Dort saßen 5, 6 junge Männer, wichtige Männer, coole Männer. Und man kam rein, ging auf und ab, sprach ein bisschen mit ihnen und ich hatte die Rolle. Also so ähnlich müssen Sie sich das vorstellen, aber ich gebe zu, da hatten die sich vorher schon ein wenig über mich erkundigt, auch durch diese Kurzfilme. Aber so bin ich in diese erste Rolle Detektive gekommen. Was ist das für ein Film? Das ist ein Film, schöne Frauen, schnelle Autos und Pistolen müssen selbstverständlich dabei sein. Rudolf Thomé hat sich am amerikanischen und am französischen Kino orientiert und er hat genau da diese Ingredients hat er genommen und hat das zu einem deutschen Film gemacht. Das waren die Anfänge, meine Anfänge. Es waren auch die ersten Filme eigentlich, die Rudolf Thomé gemacht hat. Ich habe danach noch mit ihm Supergirl gedreht. Und ihn gibt es heute noch. Das ist das Wunderbare. So ein Langstreckenläufer, das sind ja nun auch schon über 44 Jahre. Und es gibt ihn eben noch. Er macht noch seine Filme. Und darum finde ich es so wichtig, so einen Film heute zu sehen. Da hat jemand eine Linie behalten. Da ist jemand durchgegangen mit seinen Vorstellungen von Kino und mit seinen Bildern und mit seiner Bilderwelt. Er ist nicht stehen geblieben, er hat weitergemacht. Und insofern, ich bin gespannt, was Sie sagen. Ich wünsche Ihnen einfach einen tollen Abend und schauen Sie mal Klein Iris mit 20 Jahren an. 18 war ich, stimmt gar nicht. 18. Viel Spaß.